Und wir sind da. Gut. Willkommen zur siebten Folge von Inside Politics. Heute auf der FH Joanneum. Im Zuge der Linux-Tage haben wir die Möglichkeit gehabt, einmal eine Live-Sendung zu machen. Der junge Herr da vorne, der schon so etwas lacht oder grinst, wie auch immer, ist Philipp Atschander, Piratenpartei, auch nicht das erste Mal hier zu Gast. Ich hoffe, es hat dir das letzte Mal gefallen, weil sonst wärst du heute nicht gekommen. Ja, ich bin schon gespannt. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen länger gebraucht, als wir eigentlich geplant gehabt haben. Das heißt, schauen wir mal. Ja, das werden wir sehen. Normalerweise rechnen wir Interviews für fünf. Gut. Ich habe mal wieder einen schönen Pack von Fragen, die ich diesmal nicht vorher abgeschickt habe, vorbereitet. Und ja, wir gehen diesmal auf das Thema ein, Block dich frei. Das ist der Grund auch, warum wir bei dieser Veranstaltung dabei sind, um, das ist die kurze Introduktion dazu, das Bloggen zu erklären, welche rechtlichen Konsequenzen kann es haben. Ist es sinnvoll, den Blogger als Teil der vierten Instanz oder der vierten Gewalt zu bezeichnen? Kann ein Blogger den Journalismus ersetzen oder nicht? Und so weiter und so fort. Und sind Politiker glaubhaft, die sich als Blogger ausgeben? Gut, dann fange ich mit der ersten Frage an. Wo seht ihr rechtlichen Nachholbedarf für Blogger, also ihr Piratenpartei in dem Fall? Ja, oder wir Europa anders? Also stimmt, es ist ja heute wieder alles anders. Es ist heute alles anders, das erkläre ich vielleicht gleich mal zum Anfang, weil du hast ja eigentlich Martin Ehrenhauser angefragt, der im Endeffekt die Wahlallianz Europa anders vertritt, der Spitzenkandidat. Und die sich zusammensetzt aus der KPÖ, den Piraten, dem Wandel und Unabhängigen. Und deswegen bin ich da, weil ich Teil dieser Allianz bin und auch auf der Liste. Wie sehen wir das? Die Problemstellung ist im Endeffekt die, dass du definitiv einen Nachholbedarf hast. Und du hast eh schon vorher bei der Präsentation ein paar Sachen angesprochen, die problematisch sein könnten für den klassischen Blogger, weil er eben kein Journalist ist und auch nicht die rechtliche Hintergrundmöglichkeiten hat des Journalismus. Also sprich Mediengesetz, Geheimhaltung und ähnliches. Also sprich in diese Bereiche, in diesen Bereichen schwimmt er einfach sozusagen in einem leeren Raum drinnen. Und da gibt es schon einen Nachholbedarf, da muss man sich halt genau überlegen, wie weit kann man einen Blogger rechtlich schützen. Da geht es auch in Richtung Whistleblowing hinein, wie kann man das besser schützen und wie kann man gewährleisten, dass, sage ich mal, das auch nicht umgekehrt verwendet wird und negative Effekte hat. Okay, das ist jetzt mal eine typisch politische Antwort gewesen. du hast eben auch gesagt, Whistleblowing. Mhm. Siehst du jetzt an sich den Aufdecker, wo man früher immer gesagt hat, der Journalist ist der Aufdecker, auch durch den Blogger und durch den Whistleblower gegeben? Und glaubst du, dass diese Entwicklung, die im rechtsfreien Raum stattfindet, geschützt werden soll? Und wenn ja, wie? Oh, viele Fragen. Es sollte auf jeden Fall geschützt werden. Also gerade der Whistleblower-Schutz kann auf jeden Fall noch ausgeweitet werden. Als Blogger hast du eben wirklich diese Problemstellung, dass du da die Informationen bekannt geben müsstest vor Gericht. Das heißt, der Journalist hat sozusagen rechtlich die Möglichkeit, seine Informationen nicht preiszugeben, seine Informanten nicht preiszugeben, Fotos nicht preiszugeben, Unterlagen nicht preiszugeben. Die Möglichkeiten hat der Blogger nicht. Und wenn du eben genau Blogging im Bereich jetzt Whistleblowing kombinierst, dann wäre es halt relevant, dass der einen gewissen Schutz kriegt. Spannende Frage ist, wie man das machen könnte, möglicherweise über Anpassung vom Mediengesetz in Österreich. Man könnte es auf EU-Ebene dementsprechend auch verankern. Ich bin jetzt aber auch kein Rechtsspezialist, das heißt, ich kann jetzt nicht wirklich genau sagen, in welchem Gesetz man das verankern sollte, aber ich kann nur sagen, definitiv ja, man sollte es verankern. Man sollte da mehr Schutzmöglichkeiten bieten. Glaubst du, weil du sagst Schutzmöglichkeiten, jetzt hat dann, ich glaube, Martin Fleischhacker hat jetzt vor kurzem einen Nachruf geschrieben für die Zeitungen, wo er eben von dieser vierten Gewalt und auch von den Bloggern spricht. Der ist ja doch ein sehr bekannter Journalist. Da gibt es ja sicherlich auch eine Divergenz, sage ich mal, weil Journalisten haben, glaube ich, nicht unbedingt Interesse daran, dass die Konkurrenz auch noch diesen rechtlichen Schutz bekommt. Naja, Journalisten, also ich finde deswegen gut, dass das Blogger im Endeffekt da geschützt werden, weil sie im in Wirklichkeit eigentlich die freien Journalisten wären oder sein könnten. Also ich sage einmal,
wenn man sich die Medienlandschaft in Österreich anschaut und die Berichterstattung von Kleinparteien vor allem, das ist klassisch, kenne ich das Problem sehr gut, dann hast du halt keine wirklich unabhängige Berichterstattung, das erkennt man einfach, wo man sieht, dass politische Parteien dementsprechende Zeitungen zum Beispiel unterstützen und fördern und Werbungen kaufen dort, was die Kleinparteien nicht leisten können oder auch ORF oder ähnliches. Und da kann der kleine Blogger unter Anführungszeichen eine ziemlich große Reichweite erreichen und einfach wirklich neutral auch berichten und unabhängig berichten. Das wäre eine ziemliche Chance, finde ich. Also so wie Fefe zum Beispiel? Ja, ZB, ja. Pressefreiheit, Pressegeheimnis, was soll sich ändern, was soll bleiben? Ich finde, es soll beides bleiben, also einerseits die Pressefreiheit und das Pressegeheimnis. Wie gesagt, eben beim Pressegeheimnis ist einfach, Blogging ist eine neue Art von Journalismus für mich in einer gewissen Art und dementsprechend soll es da eben einfach Änderungen geben, dass du wirklich da eine Erweiterung schaffst, Möglichkeiten schaffst im Mediengesetz. Also das Pressegeheimnis vielleicht auch für Blogger, die sich, keine Ahnung, irgendwie zusammenfinden oder, weiß nicht, wie du das rechtlich umsetzen kannst, aber dass eben ein Pressegeheimnis auch für Blogger, vor allem für Whistleblogger sozusagen einfach möglich ist. Whistleblogger, hübsches Wort. Ja. Ja. Wir haben ein Wort kreiert. Ich warte nur noch drauf, bis ZDF das übernimmt. Soll man Journalisten zu offener Berichterstattung verpflichten? Also wir haben in unserem letzten Interview ja schon gesprochen, Puls 4, diverse, sage ich mal, Privatmedien wirst schwer dazu verpflichten können, aber zum Beispiel in der ORF schon, oder? Du hast jetzt unabhängig gemeint, dafür, dass er wirklich unabhängig berichtet. Dass er unabhängig berichtet und dass er eben, wir haben ja die Problematik jetzt wieder vor kurzem erläutert in einem Telefongespräch, ihr seid wieder ausgeladen worden von den Wahlkonfrontationen und seid somit in der Wahlberichterstattung wieder zur Randpartei abgestempelt worden. Und das ist jetzt bei euch was ganz Besonderes, also beim EU-Wahlkampf jetzt was ganz Besonderes, weil das betrifft das BZÖ, Europa anders, REKOS, Schwarz-Gelbe Allianz, sind, glaube ich, 3-4 andere Beispiele möglicherweise auch noch dabei, aber das sind jetzt mal so die 3-4 größten. Ja, es wäre halt, wir haben selber so, die Beratung haben selber so ein paar Ideen, wie man das machen kann, so nach dem Motto, auch ein Buch herauszubringen, möglicherweise vor Wahlen, wo sich alle Parteien vorstellen können, dass du einfach eine gleichberechtigte Berichterstattung hast. Weil aktuell ist es halt so, dass du, im speziellen EU-Fall, den du ansprichst, sind wir mit einem Mandatar, der bereits im EU-Parlament drinnen ist, eigentlich sozusagen angetreten oder treten mit ihm an und werden aber nicht eingeladen, mit der Begründung jetzt aktuell, weil der Mandatar ja nicht in der Partei sozusagen damals angetreten war. Also man versucht es immer so zu gestalten, dass du halt die Kleinen nicht einladen musst, mit der Begründung, ja, dann wir können ja nicht 8 Parteien oder 9 Parteien oder 10 Parteien in eine Diskussion einladen. Demokratiepolitisch finde ich es einfach richtig, wenn du alle einlädst. Dass du, ähnliches wie es im glaube ich, ORF-Gesetz auch drinnen steht, die Maßgabe und du kannst dann sozusagen abwägen, wie intensiv du darüber berichtest, dass sozusagen der Bürger vielleicht ein größeres Interesse hat an dem, was sozusagen die etablierten Großparteien oder Systemparteien zu sagen haben, mag stimmen. Auf der anderen Seite behauptet ihr, dass sie vielleicht gerade wissen wollen, was jetzt neue Bewegungen eigentlich sagen wollen. Das heißt, wünschenswert wäre es, wenn du da sagst, alle, die antreten, gleich zu behandeln. Gleiche Zeiten, gleiche Mengen, gleiche Diskussionsart. Und da wäre der ORF eigentlich der Verpflichtung, weil privat, sage ich mal, ein Privatsender kann machen, was er will, aber doch als Öffentlich-Rechtlicher sollte er das schon machen. Und wie kann man dann, weil das Problem ist heute, wir leben leider nicht in einer wirklich direkten Demokratie, wie kann man den ORF dazu verpflichten? Ja, da müsste man im Endeffekt, wenn man es jetzt so, wie wir es mit der Hypo sehen, wenn man 130.000, 140.000 Leute zusammenkriegt, ist es auch noch nicht gesagt, dass was passiert. Ja, da müsstest du halt wirklich eine große Öffentlichkeit finden, die das auch unterstützt, das vorher. Und sie sagt, okay, es interessiert uns auch. Das ist eher die Problemstellung. Oder du bist eben dementsprechend in der schönen Situation, dass du es rechtlich einfach änderst, dass du es rechtlich verankerst. Die NEOS haben dagegen ja geklagt, respektive Beschwerde eingereicht beim Kommunikationsmediensenat, sind zweimal abblitzt. Habt ihr ja eigentlich irgendwelche Zeichen in die Richtung nochmal gesetzt oder habt ihr gesagt, ihr wartet ab? Wir schauen jetzt einmal, wie die Berichterstattung dann effektiv ausschauen wird, weil das ist ja dann auch die Frage gewesen, damals bei den NEOS war es im Endeffekt ja so, dass dann über sie immer mehr und mehr und mehr berichtet worden ist. Man kann jetzt da sagen, der eine Hintergrund ist, dass sie dann finanzkräftiger geworden sind. Der andere Hintergrund ist natürlich auch die Umfragewerte, die sie dann gehabt haben. Ja, wir schauen uns jetzt einmal an, wie es effektiv jetzt weitergeht mit der Berichterstattung über uns. Man merkt
relativ gut, wenn man sich so anschaut, dass ab dem Zeitpunkt, wo wir klar bekannt gegeben haben, dass wir antreten, mit wem wir antreten, wie das Team ausschaut, dass eigentlich dann relativ wenig berichtet worden ist über uns. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Also frei nach dem Motto, ihr werdet wegignoriert. Ja, wir haben es jetzt immerhin geschafft, im März eine Berichterstattung, dass wir antreten. Und jetzt im April, eben gestern, ist im Endeffekt bekannt gegeben worden, dass wir eben die 2600 Unterstützungserklärungen zusammen haben. Das war eigentlich die nächste größere Berichterstattung. Und zwischendrin ist eigentlich nichts gewesen. Wir haben zwar viel gemacht, aber es ist nichts veröffentlichbar. Glaubst du, dass es Wechselwirkungen zwischen Medien und Politik gibt? Also sprich, es heißt immer, die Medien würden die Politiker aktuell irgendwo in Sackgassen treiben oder so. Und umgekehrt heißt es aber wiederum, dass die Politiker die Meinungsfreiheit beschneiden. Glaubst du, dass da einfach jeder den anderen irgendwie wo hineintreibt, wo man einfach nicht mehr rauskommt? Ich glaube, beides stimmt ein bisschen. Das heißt, einerseits die Politik, die einen Einfluss auf die Medien hat, und umgekehrt die Medien, die einen Einfluss auf die Politik haben. Teilweise sieht man es richtig schön, ich meine, ich kann es zum Beispiel aus dem Grazer Gemeinderat relativ gut nachvollziehen. Wenn die Medien irgendwas schreiben, dann kann es relativ schnell passieren, dass nachher die Politik was macht. Also das heißt, sie reagiert oder agiert und antwortet eigentlich auf die Reaktion der Medien, auf die Öffentlichkeit. Und umgekehrt hat die Politik sozusagen die Macht, unter Anführungszeichen, durch einfach die eingekauften Werbeschaltungen zu sagen, ja, mach mir da jetzt eine Berichterstattung darüber. Das ist wiederum eine gewisse Manipulationsmöglichkeit, die Politik hat. Ich nicht, aber alle anderen halt. Also das heißt, du glaubst auch, dass der Staat, sage ich mal, bis zu einem gewissen Grad die Medien kontrolliert oder lenkt? Ich glaube das schon. Also das kann man eh sicher sagen, es ist Chefredakteure entscheiden im Endeffekt dann, ob was berichtet wird oder nicht. Und wenn ein kleiner Journalist unter Anführungszeichen vielleicht ein cooles Thema über, sage ich mal, unbekannte Kleinpartei oder ähnliches hat und wenn das gerade nicht in das Konzept hineinpasst, weil der vielleicht einen Bekannten bei der ÖVP hat oder bei der SPÖ oder wo auch immer, dann wird der Bericht einfach nicht kommen, wenn der Chefredakteur nachsagt. Und ja, das ist eh kein Geheimnis. Das heißt, da bist du auch ein gewisses Opfer davon? Ich weiß es nicht, weil das ist jetzt Mutmaßung, wenn ich das sage, dass ich schon Opfer geworden bin. Aber es ist halt immer interessant, wenn du Medienberichterstattung anschaust oder wenn du zum Beispiel Piratenpartei Medienberichterstattung im Gemeinderatswahlkampf beobachtet hast. Es ist am Anfang wahnsinnig viel berichtet worden. Das war so richtig so, jetzt berichten wir ganz viel, damit das jetzige Interesse abgefangen wird und dann, wenn es interessant wird, sprich im Wahlkampf, ist dann überhaupt nichts mehr berichtet worden. Also ganz, ganz wenig. Auch wenn du, wenn es jetzt subjektiv gute Aktionen geliefert hast und gute Sachen gemacht hast. Also das ist dann schon ein bisschen komisch, sage ich mal. So, und jetzt wirst du mich wahrscheinlich lynchen, aber die Frage stellt trotzdem, hast du schon mal Berichte beeinsprucht, weil du gesagt hast, du willst da richtig Stellung? Wir haben mal ein Foto beeinsprucht bei der kleinen Zeitung. Da sind im Endeffekt sozusagen alle Parteien dargestellt worden und ich war nicht drauf. Beziehungsweise das Foto, wie es geschossen worden ist, bin ich mit drauf gewesen. Und wie es dann in der kleinen Zeitung war, war sozusagen über meinem Bereich ein Post-it drüber geklebt. das war recht amüsant, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und es ist dann relativ schnell auf Facebook gekommen. Auf Facebook ist es kritisiert worden von ein paar Leuten von uns, die das gesehen haben. Dann ist so ein kleiner Shitstorm sozusagen ausgebrochen, der sich dann gegen die kleine Zeitung gerichtet hat, wo ganz viele Leute einfach gesagt haben, das geht jetzt überhaupt nicht, weil eine Partei ist eine Partei und wenn eine Partei halt aus nur einer Person besteht, sie ist trotzdem im Gemeinderat vertreten und du kannst sie nicht rausnegieren. Da hat sich dann die kleine Zeitung noch entschuldigt. Also, ja, das haben wir gemacht. Ich finde das super. Ja. Das war das Erste, was ich im Rathaus gemacht habe bei der ersten Vorstellung. Ich habe mal fotografiert, wie viele Medien da rumstehen und dann war ich mich selber schockiert. Ich finde es super, dass du eigentlich genau in meine nächste Frage hineingespielt hast, nämlich sind die Medienkonzerne und ihr Lobbying eine Gefahr für die Meinungsfreiheit? Sind Medienkonzerne und Lobbying eine Gefahr für die Meinungsfreiheit? Ja, in einer gewissen Art, weil ich mein, wenn du thematisches Lobbying betreibst, wie wir es jetzt klassisch als schlechtes Lobbying aus der EU kennen, dass wir gerade Bananen kriegen oder ähnliches, oder Glühlampen abgeschafft werden oder ähnliches. Lobbying ist ja schlecht behaftet, sage ich mal. Und die Geld haben, können Lobby machen und die Geld haben, können dann dementsprechend Medien beeinflussen und die Geld haben, können dann auch eine öffentliche Meinung beeinflussen. Ja, ist schlecht. Wenn du aber gutes Lobbying machen würdest, wäre es was anderes, aber sozusagen Lobby für die Menschen ist wahrscheinlich nicht sonderlich populär, beziehungsweise
bringt es nicht viel Geld und dementsprechend interessiert sich keiner dafür. Leider. Eigenverantwortung des Bürgers. Der Leser soll sich seine eigene Meinung machen, also so wie es Fefe immer wieder anspricht. Wie unterstützt ihr ihn dabei? Stichwort Transparenz. Ja, wir schauen halt, dass halt so viel wie möglich Informationen einfach von uns da sind, was recht schwierig ist, weil der Tag halt echt nur leider 48 Stunden hat, circa gefühlte. Das heißt einfach, Transparenz ist ganz wichtig und der Bürger wird informiert, er wird viel zu schlecht informiert. Du kannst das kommunal zum Beispiel sagen, dass du die Gemeinderatsberichterstattungen aus Graz anschaust, ist das extrem schleißig, weil einfach zu wenig Information, zu wenig transparente Information rausfließt. Und es ist halt ganz wichtig, dass die Bürger im Endeffekt die Möglichkeit haben, sich außerhalb der klassischen Medienberichterstattung halt auch zu informieren. Da hilft halt Bloggen zum Beispiel extrem viel, was einfach eine Möglichkeit ist, natürlich subjektiv was darzustellen, aber wenn es mehr unabhängiger ist, dann vielleicht auch ein bisschen objektive Meinung einzukriegen. Das ist ja das Schöne dran, du bloggst ja selber. Was ist da eigentlich dein Aufwand? Ich weiß, du schreibst vielleicht nicht öfters als 2-3 Mal im Monat, aber mehr wird sich bei deinem Arbeitspensum nicht ausgehen. Ja, also ich mache eins, ich schreibe zumindest einmal pro Tag im Normalfall meinen Tagesablauf rein. Das ist so Richtung Transparenz, so was macht der Typ eigentlich den ganzen Tag. Das mache ich täglich. Der Aufwand ist eigentlich relativ groß, entweder weil ich so langsam schreibe oder weil ich mir so viele Gedanken mache oder damit es nicht so lang wird und damit ich die Fotos habe. Also das ist doch recht aufwendig in Summe. Und es ist eigentlich schade, dass ich nicht so viel Zeit habe, wie ich gerne hätte dafür. Weil am liebsten wäre mir, ich schreibe täglich was über irgendein Thema. Weil du sagst, ich komme eben 1-2 Mal im Monat dazu. Einmal im Monat ist es eigentlich die Berichterstattung aus der Gemeinderatssitzung und dann ist es 1-2 Mal im Monat zusätzlich noch irgendein gerade akutes Thema, was halt irgendwie gerade auffällig ist in Graz. Mehr wäre schöner. Mehr wäre immer schöner, aber auch ich habe irgendwo mein persönliches Limit, weil ich verdiene damit leider kein Geld. Was mich zur Frage bringt, welche Medien verwendet ihr eigentlich jetzt an sich? Ich meine, Internet ist immer wieder ein Thema, war auch heute im Vortrag ein Thema, um euch Gehör zu verschaffen und wie verkauft ihr euch medial? Ja, im Endeffekt hast du schon gesagt, das ganze Internet eigentlich, soweit es wie möglich ist, vom Blog angefangen, über Facebook, über Twitter, über Google Plus. Also da jede Möglichkeit, die uns zur Verfügung steht, weil sie einfach gratis ist. Also wir machen aber auch Facebook-Werbung zum Beispiel, also wir schalten auch Werbungen für gewisse Artikel. Printmedien versuchen wir zu kontaktieren über ganz normale Presseaussendungen. Wir schalten keine Anzeigen, um im Gegensatz eine unabhängige Berichterstattung uns zu kaufen. Einerseits, weil wir es deppert finden und andererseits, weil es schweineteuer ist. Also es sind zwei Hintergründe. Und weder auf Radio oder Fernsehen oder Ähnliches. Und wir versuchen halt klassisch wirklich durch Presseaussendung Öffentlichkeit zu kriegen. Ja, was relativ schlecht funktioniert, wo man halt natürlich ein bisschen experimentiert teilweise auch und sagt, okay, was funktioniert jetzt besser, wo reagiert die Presse? Und das ist ja recht amüsant, du verfolgst das ja eh, wie die Berichterstattung über uns ausschaut. Wenn du was Proaktives machst und du sagst, okay, das sollte eigentlich jetzt jeden Grazer interessieren, wie zum Beispiel Hochwasserschutz, was wir voriges Jahr im Sommer gemacht haben, dann findest du 3 Zeilen in der kleinen Zeitung über Hochwasserschutz, ja, die Piraten stellen einen Antrag zu Hochwasserschutz. Wenn du neben der Gemeinderatssitzung dann einen Antrag stellst, dass Edward Snowden Ehrenbürger von der Stadt Graz werden soll und dass die Konrad-von-Hötzendorf-Straße, wenn sie umbenannt werden sollte, dann vielleicht in die Edward-Snowden-Straße umbenannt wird, dann findest du so einen Bericht mit einem Foto von mir und mit einem Foto von Edward Snowden daneben. Das ist dann die Frage, okay, warum berichten sie jetzt über das? Das eine ist, wäre sachlich vielleicht interessant und das andere ist vielleicht eher witzig. Und ja, es ist halt schwierig im Endeffekt. Bist du dich bis zu einem gewissen Grad in der Klischee hineingetrieben? Ich habe keine Augenklappe, deswegen ist es jetzt nicht so klischeehaft. Nein, also ich glaube, ich weiß nicht, was das Klischee eines Piraten ist, außer dass das jetzt, sag ich mal, vielleicht reiche Schiffe kapert, das wäre eigentlich schon der Plan, wenn du dann die ÖVP als reiches Schiff siehst, das Schiff zu kapern, zu entern und das Geld dann wieder dorthin zu geben, wo es eigentlich hingehört, den Bürgern. Also dann, ja, dann bediene ich vielleicht das Klischee. Nein, ich habe das an sich anders gemeint, aber ich liebe den Sarkasmus. 1 Minute? 3 Minuten, ja, ich bin auch gleich fertig. Ja, wirklich. Du musst mir mehr Ja- oder Nein-Antworten stellen. Nein, es ist nur so,
ich liebe deinen Sarkasmus, deswegen rede ich auch so gerne mit dir. Aber wie oft greifst du dir dann eigentlich auf den Schädel, wenn du solche Berichte bekommst? Und ich habe auch die Frage gemeint in Bezug auf Piraten werden halt gerne als die Informatiker dargestellt, die vom normalen Leben außerhalb vom PC keine Ahnung haben. Ja, also die Klischees, der Chaoshaufen, die Nerds, die nicht nach außen kommen und die eigentlich nur wissen, wie PC ausschaut, aber nicht wissen, was Luft ist oder was Wiese ist, ja, die sind kindisch. Also das wirklich live erlebt, wo der OF bei uns bei einer BGV, also bei einer Bundesgeneralversammlung live vor Ort war und sie das angeschaut hat und gesagt hat, das ist ja Wahnsinn. Und ich meine, was ist ja Wahnsinn? Das läuft ja voll strukturiert ab, so mit Tagesordnung und allem drum und dran. Ich sage, was haben Sie glaubt, wie das abläuft? Ja, komplett chaotisch, da ist überhaupt kein Chaos drinnen. Super, passt, das ist einmal eine gescheite Betrachtung. Dann ist jemand von der APA gekommen, die APA hat eine Presseaussendung rausgeschickt, die ist relativ neutral sogar noch gewesen. Ja, aber das Klischees bleiben hängen. Wenn du aber andere Parteien anschaust, dann sage ich wirklich, wenn du so wie jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen habe, dann läuft es bei anderen eigentlich chaotischer zwischenzeitlich ab, möchte behaupten. Also wenn bei denen was brennt, dann ist das komplette Chaos perfekt. Wir haben halt das Klischee des Chaoshaufens, was ein Blödsinn ist. Es ist halt nur einfach sehr viel transparenter, deswegen siehst du natürlich mehr, du siehst Diskussionen in der Öffentlichkeit, die werden öffentlich geführt in Foren. Ja, das führt zu dem Klischee, aber das ist eigentlich ein Blödsinn. Richtig, ich meine, mehr würde ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen wollen. Ich habe 2 Minuten, eine, okay. Was macht ihr im aktuellen Wahlkampf anders als 2013? Das ist meine letzte Frage. Was machen wir anders als 2013? Ich glaube, wir haben einfach gelernt, jetzt Medienberichterstattung ist sicher so ein klassisches Thema, wie man einen medialen Spannungsbogen baut und wie man versucht sozusagen die Medien dann doch dazu zu bekommen. Das heißt, wir haben uns Medienkompetenz einfach angeeignet und natürlich durch Martin Ehrenhauser, der jetzt doch schon jahrelang im EU-Parlament ist, haben wir einfach auch eine kompetente Person, die sich damit auskennt. Das ist das eine. Wir haben aus den Fehlern der Social-Media-Werbung, die wir gemacht haben oder die wir nicht gemacht haben, gelernt und haben uns da natürlich einfach auch von anderen was abgeschaut. Haben den Wandel zum Beispiel dabei, der ja wahnsinnig geniale Bilder gemacht hat, voriges Jahr im Nationalratswahlkampf. Also wir haben gelernt aus den Fehlern, versuchen es besser zu machen. Einerseits die Online-Berichterstattung und zweitens natürlich die klassische Presseberichterstattung. Und das sind eigentlich die 2 Kernpunkte, weil das waren die Punkte, die uns gefehlt haben, die Öffentlichkeit. Dann wünsche ich euch mehr als 4% und sage herzlichen Dank fürs Interview. Bitte gern, danke.